Verzweifelte Menschen auf Wohnungssuche bieten inzwischen tausende Euro für private Vermittlungen. Die Frau, die einst im Kampf um den SPD-Parteivorsitz, gemeinsam mit Olaf Scholz krachend an den Nobodies Esken und Bojans gescheitert ist, färbt offensichtlich nicht nur die Ostereier schön. In Deutschland leben so viele Menschen wie noch nie. 84,3 Millionen. Besonders in den Großstädten gibt es kaum noch freie Wohnungen. Wir haben ca. 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen, so versucht Clara Geiwitz die fatale Situation in Deutschland schönzureden. Dabei gibt es laut Bundesbauministerin Clara Geiwitz, 47, SPD, in Deutschland jede Menge freie Wohnungen, aber wo sind die bloß? Geiwitz setzt noch einen drauf, indem sie das 49-Euro-Ticket als Lösungsmittel ins Spiel bringt. Diese Wunderwaffe des Transportwesens werde es für viele einfacher und günstiger machen, auf dem Land zu wohnen. Man soll also seine persönliche Existenz und seinen Wohnort von der punktuellen Laune der Politik abhängig machen, wenn es nach der Bauministerin geht. Aber wo sind diese Wohnungen? Immobilienexperte Rainer Braun vom Forschungsinstitut Empirica Regio. 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen gibt es nur in der Theorie. Alleine die Hälfte fällt weg, weil die Wohnungen baufällig und nicht bezugsfertig sind. Bleiben noch ca. 800.000. Aber die Zahlen stammen von 2021. Braun, Anfang 2022 sind viele ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Sie haben rund 200.000 Wohnungen belegt. Macht rund 600.000 freie Wohnungen. Das ist nicht viel, konstatiert Braun. Und die meisten finden sich auf dem Land oder in kleineren Städten. Dazu kommt, eigentlich hat sich die Ampel vorgenommen, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Das Ziel wird bislang deutlich verfehlt, kann frühestens 2024 erreicht werden, musste selbst Geiwitz einräumen. Immobilienexperte Braun, die leerstehenden Wohnungen können da nur bedingt Abhilfe schaffen. Auch wegen ihrer Lage fernab der Metropolen. In Sachsen lag der Wohnungsleerstand 2021 laut Empirica Regio flächendeckend bei mindestens 4%. In weiten Teilen sogar bei 8% und mehr. Ein ähnliches Bild in Thüringen und Sachsen-Anhalt. In Salzgitter im Südosten von Niedersachsen liegt der Leerstand bei 6%. 3600 freie Wohnungen sind in Salzgitter aktuell auf dem Markt. Durchschnittsmiete 7,26 € pro Quadratmeter. Dies sind mengenmäßig mehr als im 18-mal so großen Hamburg. In der Millionenmetropole gibt es derzeit weniger als 3500 freie Wohnungen. Was Eigentümern, Käufern und Mietern droht. Wohneigentum zu finanzieren wird immer teurer, die Folgen sind gravierend. Auch in Birkenfeld, 6.800 Einwohner, in Rheinland-Pfalz sind 7,3% der Wohnungen frei, insgesamt 1.800 Einheiten, bei günstigen Mieten und Immobilienpreisen. Aber das allein reicht nicht. Wichtig für Zuzug sind Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, Schulen. Zum Vergleich, in Berlin oder Köln stehen weniger als 1% der Wohnungen leer. Laut Institut der Deutschen Wirtschaft leben nur 28% aller Deutschen in Landkreisen fernab einer Großstadt. Die meisten Menschen, rund 40%, wohnen im direkten Umland und in den Großstädten selbst. Diese Menschen aus dem urbanen Umfeld vom Plattenland zu überzeugen ist nahezu unmöglich. Viele Regionen sind tot, Gewerbe und Gastronomie abgewandert. Das zu ändern, ist langfristige sehr harte Arbeit. Auch Gerd Landsberg, Chef des Städte- und Gemeindebundes, fordert, die Potenziale ländlicher Regionen zu nutzen. Durch Homeoffice könnten diese gerade auch für junge Familien mit Kindern immer attraktiver werden. Aber Bund und Länder müssten strukturschwache Regionen stärken, mit besseren Mobilitäts-, Bildungs-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten. Trend- und Zukunftsforscher Tristan Hawks sieht für das Landleben große Chancen. Viele Merkmale, die für Menschen eine hohe Wohnqualität ausmachen, finden sich auf dem Land, zum Beispiel Ruhe oder die Nähe zur Natur. Aber all dies hilft der Bauministerin derzeit recht wenig, denn sie steht vor den Trümmern ihres gebrochenen Wahlversprechens. Auch das war wieder eine Folge aus Habitat Lebensraum Deutschland. Wenn dir unsere Sichtweise gefällt, dann schau dir hier eine weitere Folge aus unserem Kanal an und vergiss nicht, hier unseren Kanal auch zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn du Spuren hinterlässt, denn damit hilfst du uns unglaublich zu wachsen und wir tragen weiter dazu bei, dass dieser Lebensraum Deutschland gestaltet und bewahrt bleibt, so wie wir uns das vorstellen. Denn wir lieben unser Zuhause. Habitat, Lebensraum Deutschland.
klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.